Okay, gut, Dankeschön. Dann geht's los mit der Vorlesung heute. Also, jetzt hier erstmal online. Ich hoffe erstmal, ihr seid alle schön Schlitten gefahren. Ich werde es heute Nachmittag auch nochmal machen, wenn es sich irgendwie ergibt. Wir hatten ja keinen Schlitten, aber mittlerweile anscheinend haben wir einen. Anyway, also, wir sind mit der Methodenvorlesung jetzt eigentlich schon fast da. Das ist heute die letzte substanzielle Vorlesung, also das letzte, was wir im Programm haben. Nächste Woche Donnerstag haben wir, wie angekündigt, keine Vorlesung. Also nächste Woche Donnerstag ist keine Vorlesung. Und dann danach, am 2. Februar, will ich auch nichts mehr Neues in der Vorlesung an Stoff bringen, sondern da haben wir eine Revision und eine Klausurvorbereitung. Das sage ich aber gleich nochmal ein bisschen was dazu. Da könnt ihr vielleicht jetzt schon mal vorneweg, wenn ihr schon mal wollt, hier auch reinschreiben oder antworten, oder Feedback geben darauf, was wir denn in der letzten Sitzung nochmal besprechen sollten. Aber da gehe ich jetzt am Ende schon mal drauf ein, aber wenn jemand das jetzt schon mal machen will, könnt ihr das gerne auch schon mal machen. Ja, also das lebt so ein bisschen von euch. Ich kann natürlich irgendwie ein bisschen was drüber erzählen, wie die Klausur so abläuft oder was so auf euch zukommt oder wie ihr euch vorbereitet. Aber wenn ihr inhaltlich nochmal Dinge irgendwie besprechen wolltet oder wenn ihr andere nochmal spezielle Fragen habt, dann ist das jetzt die Möglichkeit, weil ansonsten weiß ich es ja auch nicht so richtig, wie ich euch am besten noch helfen kann. Gut, also gehen wir jetzt an die Vorlesung von heute. Heute ist das Thema Forschungsdesign und Tipps. Ja, Forschungsdesign und Forschungstipps. Das habe ich mitgebracht. Also am Anfang will ich ein bisschen über den Forschungsprozess als solches sprechen. Ja, wie läuft denn Forschung denn eigentlich ab? Ja, was ist denn so das, was man im Lehrbuch sieht und was ist denn die Realität? Und in dem Zusammenhang habe ich auch interessante, wobei das kommt später nochmal, die Tipps der Forschung, haben wir heute auch einen größeren Beitrag meiner lieben Kollegen, die irgendwie auch nochmal euch alle Tipps geben zum Forschungsprozess. Von daher bin ich auch schon mal ganz drauf gespannt, wie das wird. Danach gehen wir in Forschungsdesigns, also wie man denn auch Forschung unterschiedlich gestalten kann. Ja, da gibt es dann irgendwie Querschnitts-, Längsschnittdesign, Experimentaldesign, solche Dinge. Also da geht es mir darum, dass ihr erstmal einen Überblick bekommt, was es da denn so alles gibt und wie das funktioniert oder warum man das denn machen sollte. Ja, in viele Sachen gehen wir dann noch weiter ins Detail im nächsten Semester. Und am Ende, wie schon angekündigt, will ich euch einfach mal so ganz praktisches Feedback oder Input geben, wie der Forschungsprozess läuft. Da haben wir, wie gesagt, Beiträge von meinen lieben Professorenkollegen vom Institut für Soziologie. Da habe ich die mal ein paar Sachen gefragt. Aber gleichzeitig werden wir da auch ein kleines Spielchen spielen. Bin ich auch mal gespannt. Haben wir ein eigenes Format, um irgendwie so meine Tipps auch spontan irgendwie mit euch zu teilen. Gut, gucken wir mal, wie das läuft. Also dann fangen wir mal an mit dem ersten großen Thema, dem Forschungsprozess, Forschungsdesign und der Forschungsmethode. Ja, das sind so verschiedene Begriffe, das hört man immer mal wieder. Wo unterscheiden die sich denn eigentlich? Ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Design und Methode zum Beispiel? Aber als erstes möchte ich ein bisschen auf den Forschungsprozess eingehen. Ja, also wenn wir forschen, und das ist auch sowas, wie ihr an eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit herangehen solltet, ja, oder eine Doktorarbeit später, das ist eigentlich immer so der gleiche Weg, wie wir Forschung machen. Am Anfang steht eigentlich immer ein Problem oder eine Frage, ja, und das muss man erstmal präzisieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, das ist auch manchmal ein bisschen hart irgendwie. Oder wenn ihr irgendwie eine Bachelorarbeit schreibt und bei mir in der Sprechstunde sitzt, dann frage ich da immer erstmal ein bisschen härter nach am Anfang. Aber das sind genau die unangenehmen Fragen, die man da braucht. Weil dadurch wird das Problem präzisiert. Dadurch wird es genauer. Und in der Regel wird dadurch die Forschung auch besser, wenn man am Anfang die schwierigen Fragen stellt. Also es geht darum, das Forschungsproblem erstmal zu präzisieren. Was geht es denn eigentlich? Ja, oder was ist denn die Frage? Dann der nächste Schritt ist, wenn man jetzt so forscht, dass man sich da Gedanken darüber macht, wie könnte ich denn sowas jetzt erforschen? Ja, also da ist auch immer wieder der Realitätsaspekt mit dabei. Manchmal erlebt man das auch, dass man Ideen hat, aber diese Ideen einfach nicht durchführbar sind. Ja, dass man da einfach nicht weiterkommt. Ja, man kann die tollsten Ideen haben. Wenn man sie nicht umsetzt oder sie nicht irgendwie erforschen kann,
dann ist er in dem Sinne auch nicht wirklich gut. Ja, also da muss man, deswegen muss man auch immer wieder so ein bisschen vor und zurückspringen bei dem Ganzen. Das sage ich jetzt irgendwie, im Lehrbuch habt ihr da immer so den klaren Prozess, der nach vorne geht. In der Praxis ist es meiner Erfahrung nach oft so, dass man wirklich ein bisschen nach vorne geht, wieder zurückgeht, wieder nach vorne geht, wieder zurückgeht. Ja, also man muss erstmal, ich habe erstmal eine Idee, wenn ich mir was überlege, aber dann muss ich irgendwie schon mal vorausdenken, ist es denn prinzipiell denn eigentlich möglich? Kann man das denn überhaupt erforschen? Habe ich da die Mittel dazu? Ich habe jetzt, keine Ahnung, keine Forschungsgelder, um eine Million Personen zu befragen, zum Beispiel. Ja, also das ist einfach unrealistisch. Oder manche Dinge kann man auch gar nicht einfach erfassen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also da ist die Planung und die Vorbereitung wichtig. Und da geht es dann um so Fragen wie, was für ein Design macht man denn eigentlich? Von wem will man denn Daten sammeln? Wie oft will man denn Daten sammeln? Was will man denn genau fragen? Und das sind so Schritte, das dauert oft doch deutlich länger, als man das denkt. Ja, also ich hatte ja gesagt, wir haben irgendwie im Moment gerade eine Umfrage unter internationalen Studierenden an der RWTH laufen oder die läuft jetzt demnächst an. Und da haben wir uns durchaus über, ja, über schon bestimmt über 2 Monate Gedanken gemacht, wie wir das denn genau durchführen wollen. Ja, also da haben wir noch gar keine Daten gesammelt, aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie wollen wir das denn tun? Und was wollen wir denn genau fragen? In dem Fall ging es um einen Fragebogen. Was wollen wir denn damit erreichen? Weil wenn ihr das zu dem Zeitpunkt nicht genau durchdenkt, dann ist es in der Regel zu spät. Also wenn ihr dann in die Welt geht und Daten sammelt und dann hinterher merkt ihr, dass ihr irgendwas vergessen habt oder dass ihr irgendwas doof gefragt habt oder irgendwas nicht erfasst habt, dann könnt ihr in der Regel nicht immer zurückgehen und das Ganze nochmal machen. Oder ihr könnt es dann schon machen, aber dann seid ihr eine ganze Weile mit beschäftigt bei der ganzen Sache. Also gut durchdenken, gut durchplanen und vorbereiten. Dann geht man in der Regel und sammelt Daten oder man kann auch Sekundärdaten benutzen. Ja, aber das ist so der idealtypische Verlauf, dass man sich eine Datenquelle erschließt. Wenn man sich dazu entschließt, und die meiste Forschung ist einfach so, ja, die ist empirischer Natur, dass die Dinge eben auch mit der realen Welt in Verbindung zu bringen versucht. Ja, also ich glaube, ich finde es eigentlich unheimlich wichtig, weil ansonsten kann man sich alles Mögliche ausdenken und man hat eigentlich gar keinen Bezug dazu, wie das in der realen Welt so eigentlich ist. Und deswegen finde ich jetzt, ja, da denken vielleicht andere noch ein bisschen anders drüber, aber für mich ist es eigentlich relativ klar, dass Forschung ohne eine Art von Realitätsbezug meiner Ansicht nach irgendwie ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Okay, also wenn man dann Daten gesammelt hat, auf welche Art auch immer, oder sich einen Sekundärdatensatz erschließt, das heißt auf Daten zurückgreift, die andere schon gesammelt haben, was auch sehr schlau sein kann, ja, also gerade weil man da auf ganz andere Arten von Daten zugreifen kann. Dann geht es an die Datenauswertung. Da gibt es dann verschiedenste Verfahren auch wieder. Ja, also jetzt nicht nur statistisch, sondern das kann ja auch qualitativ sein, dass man Interviewdaten sammelt zum Beispiel und dann diese Daten auch irgendwie untersucht. Ja, dass man die Interviews einfach wieder und wieder hört und versucht, gewisse Themen herauszuarbeiten, gewisse Probleme, Dinge, die Teilnehmer vielleicht auch gar nicht wissen und sehen oder so nennen, aber die man als Forscher so vom Blick außen drauf eben erkennt. Ja, also das ist das, was wir die Datenauswertung nennen. Und dann am Ende, ein großer Teil ist, wenn man Forschung macht, das Ganze dann auch irgendwie zu kommunizieren. Und in der Regel läuft es in der Wissenschaft so ab, dass wir das verschriftlichen und dann publizieren. Ja, also entweder in Büchern oder Zeitschriftenartikel. Heutzutage ist es eigentlich eher so, dass man Zeitschriftenartikel schreibt. Es gibt wissenschaftliche Zeitschriften, die werden auch immer begutachtet. Ja, die haben auch so ihre Reputation, die einen mehr, die anderen weniger. Die haben auch ihr Fachpublikum. Und das ist der Weg, wie wir wissenschaftliche Ergebnisse teilen. Natürlich gibt es ja noch andere Wege. Also man kann dann auch in die Öffentlichkeit gehen, man kann irgendwelche Berichte schreiben und so weiter. Und das ist auch gesellschaftlich auch interessant und wird auch immer wichtiger. Aber in der Wissenschaft selbst, also die wissenschaftliche Gemeinschaft, die bezieht sich immer noch auf die Veröffentlichungen über Publikationen, über Bücher oder über Zeitschriftenartikel. Und das zu schreiben ist dann auch wieder ein eigenes Thema für sich. Ja, also wie man sowas schreibt. Ne? Mal gucken, vielleicht haben wir im nächsten Semester ein bisschen mehr Zeit, wo wir auf das ein bisschen eingehen können, wie man denn eigentlich sowas schreibt, ja, was euch auch helfen kann, sowas mal zu lernen.
wenn ihr selber irgendwie sowas schreibt, aber auch wenn ihr eine Hausarbeit schreibt, ja, das ist im Grunde genommen alles einfach nur eine kleinere Nummer heruntergezogen, das Ganze. Aber so bisher meine oder bis jetzt ist eigentlich meine Empfehlung oder an dieser Stelle die Empfehlung, die ich euch geben kann, ist, dass ihr euch einfach gute Forschung mal anschaut. Und das seht ihr, wenn ihr gute Zeitschriftenartikel lest, beziehungsweise einfach gute Zeitschriften. Ja. Und in der Soziologie ist es auch relativ klar, da guckt man dann an, welche Zeitschrift hat denn welchen Impact Factor zum Beispiel. Das ist ein Maß, was sich berechnen lässt, was auch immer jedes Jahr wieder neu berechnet wird, wie oft denn Artikel aus einer Zeitschrift heraus zitiert werden oder woanders genannt werden. Und da gibt es die allgemeinen Soziologie-Zeitschriften. Das ist alles sehr englischlastig. Ja, also natürlich gibt es auch deutsche Zeitschriften, aber international sind die nicht besonders bekannt. Ja, also in der internationalen Welt interessiert sich die Leute nicht für das. Und das ist manchmal schade, weil dadurch manchmal gute Forschung nicht wahrgenommen wird. Und die besten Zeitschriften in der Soziologie sind im Moment eigentlich relativ klar. Sociological Science, American Sociological Review und American Journal of Sociology. Und dann gibt es Fachzeitschriften, je nachdem, auf welche Art von Soziologie oder welches Thema ihr euch befindet. Wenn ihr zum Beispiel in der Familiensoziologie unterwegs seid, gibt es das Journal of Family Research oder Family and Marriage oder in der Demografie ist Demography oder in meinem Bereich der sozialen Netzwerkanalyse ist so das Flaggschiff-Journal, die Zeitschrift, nennt sich Social Networks. Also das sind dann so eher so Fachzeitschriften, wo wir publizieren. Okay, aber das ist erstmal so ein großer Überblick und ich will jetzt auch gar nicht noch mehr dazu sagen. Weil, wie gesagt, auf einige Dinge gehen wir da noch ein, also wie man zum Beispiel Daten erhebt, das machen wir im nächsten Semester in der Methoden 2 Vorlesung und wie man Daten auswertet, da geht es, das ist das Thema in der Datenanalyse Vorlesung, die ihr dann im nächsten Jahr habt. Okay, der Forschungsprozess beschreibt die Schritte, die man durchläuft, wenn man Forschung betreibt. Jetzt mal auf die kurze Unterscheidung zwischen Design und Methode. Also Design ist eher das, wie man es plant. Ja, also wenn man sich jetzt so Gedanken gemacht, da werden wir uns jetzt gleich drauf eingehen, was will ich denn genau tun in meiner Studie oder in meiner Erhebung? Wie oft will ich denn da irgendwas untersuchen? Warum denn eigentlich? Ja, das ist mit Forschungsdesign gemeint. Und mit Forschungsmethode meinen wir dann eigentlich ganz praktische Dinge, die wir anwenden, um Forschung zu betreiben. Also da geht es dann in Umfragen, Experimente, Textmining, Verhaltensspuren, die man sammelt, beobachtet, Interviews, Gruppendiskussionen, Beobachtungen, Inhaltsanalysen. Und das werden eigentlich so die Themen für uns im Sommersemester sein. Also das Forschungsdesign beschreibt, wie man die Herangehensweise an die vorhergestellte Forschungsfrage und deren Umsetzung plant. Und die Forschungsmethode beschreibt, wie man Daten sammelt und analysiert. Okay, jetzt als nächstes will ich jetzt diesen ganzen Bereich Forschungsdesign noch ein bisschen mehr mit euch diskutieren, euch auch verschiedene Forschungsdesigns vorstellen. Also was meinen wir mit Forschungsdesign? Da habe ich jetzt eine Beispielsfrage. Also wenn man es überlegt, am Anfang geht es ja los mit der Präzisierung des Problems. Und ein Problem oder eine Frage, die man jetzt haben könnte, durchaus relevant und wichtig, wäre zum Beispiel, hängt Fernsehen mit Aggressivität von Kindern zusammen? Und wenn ja, wie? Ja, ist eine wichtige Frage. Wenn man Kinder hat, dann beschäftigt man sich mit dem Thema. Vor allem, weil man dann auch mal selber merkt, wie oft man doch selber irgendwie am Telefon irgendwie daddelt und was für Auswirkungen das dann irgendwie auf die Kinder hat. Ja, und genauso auch mit dem Fernsehen. Ja, eine wichtige Frage. Hat das Auswirkungen auf die Aggressivität? Und diese Frage will ich jetzt mal mit verschiedenen Forschungsdesigns euch skizzieren, wie man da herangehen könnte. Ja, um irgendwie jetzt eben die Unterschiede zwischen den verschiedenen Forschungsdesigns, und ich werde hier jetzt auf 5 verschiedene Forschungsdesigns eingehen, hoffentlich deutlich zu machen. Also das ist zum einen Querschnittstudien, dann Längsschnittstudien, dann experimentelle Designs, dann haben wir Fallstudien und dann haben wir am Ende noch Vergleichsstudien. Ja, auf die gehe ich jetzt ein und beziehe sie jeweils auf dieses Problem, was wir jetzt gerade haben. Die Frage, hängt Fernsehen mit Aggressivität von Kindern zusammen und wenn ja, wie? Also,
Was ist eine Querschnittsstudie? Bei einer Querschnittsstudie, da macht man, wie der Name so sagt, einfach mal so einen Schnitt mittendurch und guckt sich an, wie das denn aussieht. Ja, das ist wie so eine Momentaufnahme, deswegen der Name Querschnittsstudie. Bei Querschnittsstudien werden Daten nur zu einem Zeitpunkt gesammelt. Und da merkt ihr jetzt ja schon, da merkt ihr vielleicht auch schon mal den Unterschied nochmal zwischen Design und Methode, weil hier steht ja jetzt nicht, dass es eine Umfrage sein muss. Das kann ja eine Umfrage sein, das kann ein Experiment sein, das könnten Verhaltensstudien sein, das können Interviews sein, das können Fokusgruppen sein, könnte alles Mögliche sein. Das Entscheidende ist, dass diese Daten jetzt hier einfach nur zu einem Zeitpunkt gesammelt werden. Ja, und dem gegenüber stehen dann, wie gesagt, die Längsschnittstudien. Da werden die Daten eben zu mehreren Zeitpunkten gesammelt. Okay, also bei Querschnittsstudien werden Daten nur zu einem Zeitpunkt gesammelt. Beispiel wäre eine spezielle Umfrage zu Covid-19 und Studierenden. Oder hier jetzt für unser Beispiel eine einmalige Erfassung von Aggressivität und Fernsehverhalten von Kindern. Ja, also dass man wirklich Daten sammelt, könnte jetzt über eine Umfrage sein, aber man könnte es auch beobachtend machen. Stellt euch vor, man geht irgendwie in Familien und befragt die einfach einmal, wie oft schaut ihr Kind denn Fernsehen? Und gleichzeitig fragt man die Eltern auch, wie aggressiv ist ihr Kind denn? Ja, das wäre eine Variante. Man könnte das auch selber beobachten, dass man die Eltern nicht fragt. Ihr merkt ja schon, das ist ja wahrscheinlich problematisch irgendwo, wenn man die Eltern zu sowas fragt. Sagen die denn da die Wahrheit? Ja, das ist gar nicht so einfach. Mit solchen Themen werden wir uns im nächsten Semester mit beschäftigen. Das ist das Problem der sozialen Erwünschtheit zum Beispiel. Also man kann da verschiedenste Methoden verwenden, um jetzt Daten zu einem Zeitpunkt zu sammeln. Und wenn man das zu einem Zeitpunkt macht, dann ist das eine sogenannte Querschnittsstudie. Okay, was kommt dann da raus? Also am Ende hat man da solche verschiedene M&Ms, die verschiedene Farben haben. Was meine ich damit? Man hat einfach verschiedenste Antworten. Also man bekommt Fälle, wo Eltern sagen, ja, mein Kind schaut sehr viel Fernsehen und gleichzeitig sagen sie, das Kind ist überhaupt nicht aggressiv. Während ihr habt andere Fälle, wo die Eltern sagen, das Kind schaut sehr viel Fernsehen und ist auch sehr aggressiv. Oder andere sagen, das Kind schaut überhaupt kein Fernsehen und ist auch gar nicht aggressiv. Also was auch immer. Aber ihr bekommt einfach verschiedene, ihr bekommt Variation in den Antworten, die ihr bekommt, in den verschiedenen Fällen. Und da könnt ihr dann weiter gucken. Da könnt ihr zum Beispiel ja noch andere Informationen sammeln. Ja, wie alt sind die Eltern denn? Oder wie gebildet sind die Eltern denn? Also man spricht da von Variation oder von Heterogenität der Beobachtungen. Und am Ende vergleicht man, am Ende, was hat man denn? Man kann ja dann nur die vergleichen, wo die Kinder viel Fernsehen im Vergleich zu den Kindern, die jetzt nicht so viel Fernsehen zum Beispiel. Ja, das könnte man ja machen. Aber das ist tatsächlich schon eine designtechnische Entscheidung, dass man sowas macht, dass man unterschiedliche Personen miteinander vergleicht, die einen schauen viel Fernsehen, die anderen weniger. Da habt ihr einige Probleme damit und ich sage es auch gleich, warum das so ist. Im Gegensatz dazu wäre, wenn ihr die gleichen Personen einfach mehrfach beobachtet und guckt, wie viel Fernsehen haben sie denn da geschaut, wie aggressiv waren sie denn da und wie viel Fernsehen haben sie denn später geschaut und wie aggressiv waren sie denn dann. Das ist was anderes. Ja? Und das Design wäre jetzt so, wenn man eine Querschnittsstudie zu dem Thema machen würde, man sammelt Daten von Kindern, ob sie aggressiv sind und ob sie viel vor dem Fernsehen sitzen. Ja, zu einem Zeitpunkt. Und das ist wahrscheinlich das Design, was ihr euch jetzt auch so ursprünglich überlegt hätte. Ja, also das ist tatsächlich, wie gesagt, ich gucke gerade mal so in den Chat, ich versuche irgendwie alles hier gleichzeitig zu machen. Es ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Ja, Philipp, so kann man sagen. Ist wirklich eine Momentaufnahme. Einfach nur zu dem Zeitpunkt. Ja, von, wie gesagt, unterschiedlichen Personen. Und denkt ihr, ja, das ist doch eigentlich ganz trivial, so müsste man das doch eigentlich tun. Ja, jetzt sage ich euch zwei Probleme, die ihr da habt, die ihr damit nicht lösen könnt. Zum einen wisst ihr eben nicht, was beeinflusst denn hier was? Ja, ist es denn so, dass wirklich Fernsehen zu mehr Aggressivität führt? Oder vielleicht ist es so, weil die Kinder so aggressiv sind, gucken sie auch mehr Fernsehen. Das könnte beides möglich sein. Ja, das wisst ihr hier jetzt einfach nur nicht. Und mit so einer Momentaufnahme kann man die Richtung von so einem Zusammenhang nur schwer bestimmen. Ja, das ist ein Problem. Und wenn man jetzt da eingreifen möchte, ja, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Sozialpolitik betreiben möchte oder irgendwie Unterstützungsmechanismen installieren möchte, damit die Aggressivität von Kindern nach unten geht, da müsste man ja wirklich wissen, was ist denn der kausale Zusammenhang?
Und den kann man, wie gesagt, mit so einer Momentaufnahme nur schwer feststellen. Das ist nicht so einfach. Gibt es dann auch verschiedene Verfahren, da wird es auch sehr, da wird es komplizierter. Also Causal Analysis ist ein super interessantes Thema, wie man so kausale Effekte bestimmen könnte. Die Ökonomen sind da noch viel stärker drin als wir Soziologen zum Beispiel. Ja, also da geht es wirklich darum, wie können wir Kausalität finden. Es ist wichtig, wie gesagt, wenn man sich so weiterdenkt, wenn man denn irgendwie einschreiten würde und irgendwie Programme auflegt. Stellt euch vor, ihr legt jetzt einfach ein Programm auf, wo ihr Millionen als Städteregion Aachen ausgibt dafür, um eine Kampagne zu starten, dass Eltern ihre Kinder weniger Fernsehen schauen lassen. Ja, das könntet ihr ja machen, in der Hoffnung, dass dadurch Aggressivität nach unten geht. Aber wenn der kausale Zusammenhang jetzt gerade andersrum ist, dann habt ihr da unheimlich viel Geld ausgegeben und ihr habt überhaupt keinen Effekt. Ja. Also man muss da wirklich überlegen, was kann man denn eigentlich mit den Daten sagen? Und die Richtung des Zusammenhangs kann man empirisch nur schwer erfassen. Das Thema, was hier entscheidend ist, haben wir uns ja auch schon mal mit beschäftigt, ist die sogenannte umgekehrte Kausalität. Ja, also dass nicht irgendwie das eine das andere A, B beeinflusst, sondern vielleicht ist es ja gerade andersrum, dass B A beeinflusst. Könnte ja sein. Okay. Ein zweiter Punkt, wo man an Grenzen stößt mit Querschnittsdesigns, ist folgender. Es könnte ja auch sein, dass da noch andere Faktoren eine Rolle spielen, die ihr noch nicht erhoben habt. Ja, also vielleicht spielt ja das Geschlecht eine große Rolle. Und vielleicht spielt das Geschlecht eine Rolle für beides. Dafür, dass man mehr Fernsehen schaut und dafür, dass man aggressiver ist. Könnte sein. Dann findet ihr zwar auch einen Zusammenhang zwischen Fernsehen und Aggressivität, es ist aber kein kausaler Zusammenhang, weil ihr da einen dritten Faktor habt, der für beides verantwortlich ist. Ihr erinnert euch an die Vorlesung zu Kausalität der liebe Homer Simpsons. Das war genau auch so ein Punkt, dass wir so einen Drittfaktor da hatten, der irgendwie beides bestimmt. Und da wird es kritisch, da wird es kritisch. Warum wird es kritisch? Ihr könnt solche Informationen, solche dritten Faktoren versuchen zu erfassen. Aber ihr wisst ja nie, ob ihr alle erfasst habt. Ja. Ihr wisst ja nie, ob ihr alle erfasst habt. Da könnten ja irgendwelche Kriterien eine Rolle spielen, an die ihr jetzt noch gar nicht gedacht habt, die aber gerade ganz entscheidend sind für diese Sache. Also, und das nennt man, dieses Problem, nennt man das Problem der unbeobachteten Heterogenität. Ja, unbeobachtete Heterogenität. Das heißt, erstmal unbeobachtet, das heißt, wir sehen es nicht. Und Heterogenität heißt, dass unsere Beobachtungen, also unsere Personen oder Familien, die wir jetzt hier irgendwie befragen oder beobachten würden, dass die halt systematisch irgendwie anders sind. Ja, die einen, keine Ahnung, haben vielleicht einfach mehr Geld, ja, weil sie mehr Geld verdienen und aus dem Grund ein anderes Leben leben. Die anderen leben in manchen Stadtteilen, wo allgemein schon einfach mehr Gewalt vorherrscht. Oder die einen haben Großeltern daheim, die anderen nicht. Das sind alles so Faktoren, die man nicht weiß, die man als Eigenschaften von den Beobachtungen, die höchstwahrscheinlich unterschiedlich sind, ja, also deswegen Heterogenität, die man aber nicht beobachtet hat. Ja. Unbeobachtete Heterogenität bedeutet, dass Teilnehmer einer Studie eventuell Eigenschaften haben, die wir nicht beobachtet haben, die aber sehr wichtig für die Studie sind. Und jetzt geht die Frage, wie gehen wir denn damit um? Also unbeobachtete Heterogenität wird in Querschnittsstudien nicht explizit behandelt. Man braucht da tatsächlich genügend Informationen. Da muss man so ein weites Netz auswerfen, ja, um Daten zu sammeln. Und dann kann man in der Analyse gucken, spielt es denn eine Rolle? Aber man weiß nie, ob man das Netz weit genug ausgeworfen hat. Ja, könnte ja immer noch was eine Rolle spielen, was man jetzt nicht erfasst hat. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel Geschlecht nicht berücksichtigen würde, dann könnte man zu falschen Schlüssen kommen. Ja, es könnte jetzt sein, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber es könnte ja sein, dass Geschlecht einfach sowohl Aggressivität als auch Fernsehverhalten beeinflusst in die gleiche Richtung. Und dann meint man, dass es da einen Zusammenhang zwischen Aggressivität und Fernsehverhalten gibt, aber den gibt es ja gar nicht, einen kausalen Zusammenhang. Also, das ist eine Querschnittsstudie, eine Momentaufnahme. Also ihr merkt schon, das hat so seine Grenzen in der Realität, macht ihr das aber trotzdem relativ oft. Ja, also wenn wir hier Studierende haben, die eigene Daten sammeln, dann ist es eigentlich fast immer eine Querschnittsstudie. Schon alleine aus dem Grund, weil ihr nur 3 Monate Zeit habt, um eine Bachelorarbeit zu schreiben. Also da so eine Längsschnittstudie aufzuziehen, ihr werdet gleich Beispiele von Längsschnittstudien sehen, die extrem lange gehen, das könnt ihr teilweise einfach gar nicht leisten oder gar nicht machen. Ja, aber
Nichtsdestotrotz kann man immer noch spannende Dinge von solchen Querschnittsstudien lernen. Aber man muss sich dessen bewusst sein, ja, gerade vor dem Hintergrund von der unbeobachteten Heterogenität und der umgekehrten Kausalität. Okay, dann möchte ich jetzt mal weitergehen auf Längsschnittstudien. Ich möchte hier drauf eingehen. Ihr merkt jetzt schon mal vielleicht, worauf das hinausläuft. Also anstelle von einer Momentaufnahme hat man hier der Länge nach Dinge beobachtet. Ja? Und jetzt hier die Frage, Kinder, die mehr Fernsehen schauen, sind aggressiver. Man könnte das ja auf zwei Arten lesen. Ja? Man könnte ja das ja so lesen, oder es könnte sein, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass Fernsehen Kinder aggressiv macht. Ja, vielleicht habt ihr an das jetzt auch gedacht. Aber wie gesagt, es könnte ja auch umgekehrt sein, dass aggressive Kinder dann einfach mehr Fernsehen. Ja, das ist ja auch eine Strategie von manchen Eltern, die Kinder dann wieder zu beruhigen. Also ihr merkt schon, da spielt jetzt die zeitliche Abfolge eine Rolle. Was war denn als erstes da? Und was kam denn danach? Was jetzt bei den Längsschnittstudien eine spannende Sache ist, wenn man so an Ursache und Wirkung denkt, wenn man das so weiterdenkt, dann ist bei Längsschnittstudien das ja so, dass die Vergangenheit nicht die Wirkung der Gegenwart sein kann. Ja, zumindest ist das jetzt so die Annahme, ja, wenn wir jetzt von Zeitreisen absehen. Also das, was irgendwie in der Vergangenheit, mit dem, was ihr jetzt tut, könnt ihr das, was in der Vergangenheit war, nicht beeinflussen. Könnt ihr nicht mehr ändern. Ja? Und das ist ja interessant. Das heißt, die Richtung muss von dem, was zuerst kommt, zu dem hingehen, was als nächstes kommt. Es kann nicht umgekehrt funktionieren, ja, weil irgendwie Zeit sich so linear weiterentwickelt. Und das macht man sich bei Längsschnittstudien zunutze. Also, man kann da ja überlegen, wenn das jetzt so ist, dass Fernsehen Kinder aggressiv macht. Jetzt habt ihr hier ein Schaubild mit verschiedenen Zeitpunkten, nennt man manchmal T0, T1 und T2, dass so die Zeitachse wieder abläuft. Und wenn es jetzt so wäre, dass Fernsehen Kinder aggressiv macht, dann müsste die Beziehung ja hier so ablaufen, dass das Fernsehverhalten in T0 die Aggressivität in T1 bestimmt. Ja? Das war zuerst da und dann kommt das andere. Während, wenn das im Gegensatz dazu andersrum wäre, dass aggressive Kinder sind erst aggressiv und dann schauen sie mehr Fernsehen, dann müsste die Beziehung ja andersrum sein, so dass die Aggressivität vom Zeitpunkt T0 die Aggressivität, die das Fernsehverhalten im Zeitpunkt T1 beeinflusst. Also ihr seht schon, da hat man verschiedene Beobachtungen über die Zeit hinweg und guckt sich an, wie hat denn das Verhalten oder die Beobachtung auf einer Attribut oder einem Merkmal, bei einer Eigenschaft, zum Beispiel Fernsehverhalten, in der Vergangenheit, wie beeinflusst das denn Aggressivität in der Gegenwart oder in der Zukunft? Und um die andere Richtung zu betrachten, guckt man sich halt eben an, wie beeinflusst denn Aggressivität aus der Vergangenheit das Fernsehverhalten in der Gegenwart oder in der Zukunft? Okay, also ihr merkt schon, das kann so, wenn man jetzt sich überlegt, wie man kausale Schlüsse zieht, ja, also was war denn zuerst da und was kommt denn danach, macht es ja durchaus Sinn. Ja, also dass man so Zeit irgendwie berücksichtigt oder Zeit für sich in Anspruch nimmt, um hier Ursache und Wirkung voneinander zu unterscheiden. Also der Gedanke ist, sammle Daten, jetzt wenn wir das auf unser Beispiel wieder anwenden, da würde man jetzt nicht nur einfach mal hingehen und eine Momentaufnahme machen, sondern da würde man Daten von Kindern zu unterschiedlichen Zeitpunkten sammeln. Also mehrfach Daten dazu sammeln, wie viel Fernsehen schauen die Kinder denn, und mehrfach Daten dazu sammeln, wie aggressiv sind die Kinder denn. Und dann kann man eben was über diese Veränderungen sagen. Ja, also da geht es dann gar nicht mehr so arg drum, schauen aggressive Kinder mehr Fernsehen? Da geht es einfach nur darum, wenn Kinder mehr Fernsehen schauen, als sie das in der Vergangenheit gemacht haben, werden sie dann auch aggressiver, als wie sie in der Vergangenheit aggressiv waren. Das ist leicht anders. Also man guckt sich die Unterschiede an, aber das ist methodisch unheimlich stark, weil, wenn ihr das jetzt weiterdenkt, dann sind ja diese ganzen anderen unbeobachteten Eigenschaften, diese unbeobachtete Heterogenität, das spielt ja dann keine Rolle. Es könnte ja sein, dass irgendwie aus irgendeinem Grund neigt meine Tochter dazu, überhaupt nicht aggressiv zu sein. Ja, das könnte ja irgendwie jetzt so ein Beispiel dafür sein. Aber das habe ich irgendwie nicht erfasst, aus irgendeinem Grund, was auch immer. Ja, könnte irgendwie eine Charaktereigenschaft sein, die man irgendwie nicht erfasst hat. Wenn man jetzt einfach nur guckt, schau die Fernseher und ist sehr aggressiv, dann würde man das nicht erfassen. Entscheidender wäre dann, okay, verändert sich ihre Aggressivität, ob die jetzt hoch oder niedrig ist, ist ja hier zweitrangig. Ja, und das ist ja das, was die anderen unbeobachteten Faktoren beeinflussen, ist es hoch oder niedrig. Aber
ob das jetzt hoch oder niedrig ist, das müsste ja zu beiden Zeitpunkten jeweils auch eine Rolle spielen. Wenn da eine unbeobachtete Eigenschaft ist von einer Person, die man nicht weiß, dann ist der Gedanke hier, und den kann man durchaus vertreten, dass diese unbeobachteten Eigenschaften ja zu allen Zeitpunkten gleichermaßen eine Rolle spielen sollten. Man weiß nicht, was es ist, aber man weiß, dass es zu T0, zu T1 und T2 jeweils eine Rolle hat. Ja, dass es da auch wichtig ist. Und dadurch kann man dann für diese unbeobachtete Heterogenität kontrollieren, indem man praktisch sich nicht mehr anguckt, sind gewisse Eigenschaften damit verbunden, ob Kinder aggressiver sind oder nicht, sondern eher drauf guckt, verändert sich die Aggressivität von Kindern in der Abhängigkeit davon, wie sich das Fernsehverhalten über die Zeit hinweg verändert. Das ist ein anderes Design, ja, ist ein anderer Ansatz. Also, und deswegen hier wird diese unbeobachtete Heterogenität wird behandelt. Also das kann man da, das ist das Verrückte, man kann für Dinge kontrollieren, die man gar nicht erfasst hat, die man gar nicht gesammelt hat. Das ist verrückt, ja. Aber der Gedanke ist ja, dass diese Dinge, wo man die Information nicht dazu hat, dass die eben zu allen Zeitpunkten eine Rolle spielen. Und wenn sie das tun, dann natürlich spielen die Rolle, aber die Veränderungen über die Zeit hinweg tun sie ja nicht beeinflussen. Und das ist oftmals so der Gedanke. Das heißt, wenn man dann sich die Veränderungen anguckt, dann hat man für diese unbeobachtete Heterogenität kontrolliert. Also wenn man Unterschiede von T0 zu T1 betrachtet, dann sind die anderen Faktoren weniger wichtig, die man jetzt nicht beobachtet hat. Okay, jetzt habe ich aber hier, glaube ich, ein Video zu Längsschnittstudien. Gucken wir uns das mal an. Longitudinal studies follow the same groups of people over long periods of time to see how they change. There are various different types. Cohort studies chart the lives of people with shared characteristics. The most well-known are the UK's birth cohorts, which follow groups of people born within the same time period. Household panel studies are different. They focus on whole households as they change, including families, housemates, and people who join and leave the household. Record linkage studies link administrative information, for example, about health and education, for the same individuals over time. In prospective studies, individuals are followed over time and data about them is collected as their characteristics and circumstances change. In retrospective studies, individuals are asked to recall important events from their past. Cross-sectional studies are different to longitudinal ones. They interview a new sample of people each time the study takes place. Okay, also das war jetzt einfach mal die grobe Unterscheidung zwischen Querschnittsstudien, eine Momentaufnahme, und Längsschnittstudien, sogenannten Longitudinal Studies, wo man wiederholt Daten sammelt. Jetzt bei diesen Längsschnittstudien gibt es nochmal drei Unterkategorien, auf die will ich jetzt nochmal eingehen. Und zwar sogenannte Trendstudien, Panelstudien und dann haben wir noch Kohortenstudien. Was das jetzt ist, zeige ich euch jetzt gleich. Also bei Trendstudien, was macht man da? Trendstudien, die nennt sich auch Repeated Cross-Section Studies. Was heißt das? Da werden Daten von unterschiedlichen Personen derselben Grundgesamtheit zu wiederholten Zeitpunkten gesammelt. Ja, also Daten von unterschiedlichen Personen derselben Grundgesamtheit zu wiederholten Zeitpunkten. Wenn ich euch jetzt gleich das Beispiel der Wahltrends nenne, dann sagt ihr, ja klar, so ist es. Da wird einfach jeden Monat wird eine repräsentative Stichprobe gezogen und wird gefragt, wen würden Sie denn wählen? Ja, und dann kann man das schön über die Zeit hinweg abbilden. Ja, also das ist eigentlich so der absolute Klassiker von so einer Trendstudie. Da steht jetzt, jedes Mal wird eine neue Stichprobe gezogen und die Personen sind unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber es wird immer die gleiche Frage gestellt. Das nennt man eine Trendstudie. Also Wahltrends, aber genauso wie wenn ich jetzt irgendwie Kursevaluation mir angucke, da habe ich ja jedes Jahr andere Studierende, die Kurse evaluiert werden. Ja, also man kann aber trotzdem gucken, wird es besser, wird es schlechter, hat es mit irgendwas zu tun, aber man weiß ja nicht, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es ja einfach andere Studierende sind. Ja, könnte ja sein. Also Trendstudien hat man Informationen über die Zeit hinweg, aber das Ganze von unterschiedlichen Personen. Deswegen auch der Name Repeated Cross-Sectional Studies, ja, weil es mehr oder weniger wie eine Querschnittsstudie ist, die man einfach wiederholt. Ja, mehrere Querschnittsstudien, immer wieder neue Personen, aber da kann man trotzdem noch einiges draus lernen. Also hier sehe ich, jetzt seht ihr jetzt irgendwie Wahlumfragen, das war irgendwie für NRW im Vorfeld der letzten
Landtagswahl. Ja, das habt ihr alle schon mal gesehen. Aber da ist ja jeder Datenpunkt, jeder Monat sind es andere Personen, die da an der Umfrage teilgenommen haben in der Regel. Demgegenüber haben wir jetzt sogenannte Panelstudien. Ja, bei Panelstudien, da ist die Idee, dass die allergleichen Personen mehrfach befragt werden. Ja, also nicht andere Personen, sondern die gleichen Personen werden mehrfach das Gleiche gefragt. Bei Panelstudien werden Daten von denselben Personen zu wiederholten Zeitpunkten gesammelt. Die Personen sind also gleich. Und da gibt es einige große Panelstudien, die jedes Jahr durchgeführt werden. Die sind dann vom Forschungsministerium auch finanziert oder aus anderen Dauermitteln oftmals. In Deutschland gibt es das sozioökonomische Panel oder das sozioökonomische Panel. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da werden die gleichen Leute immer wieder zu ihren wirtschaftlichen Situationen gefragt. Ja, also das sind ja auch, das sind auch, ist ein Ansatz, wo auch die Ökonomen unheimlich viel draus ziehen, wenn es auch sowas wie ein Konsumklimaindex geht und so weiter. Das muss ja irgendwo herkommen. Das kommt in der Regel von solchen Daten. In Großbritannien haben wir das British Household Panel. Da werden auch die gleichen Personen immer wieder befragt und da wird dann auch gefragt, haben sie ein Auto, wie wohnen sie denn, wie viel Geld verdienen sie denn, wie viele Kinder haben sie denn. Da werden Fragen gestellt, ohne jetzt konkret spezifische Forschungsfragen zu haben, ja, um irgendwie Daten über die Zeit hinweg zu bekommen. Also dieselben Personen werden da wiederholt befragt oder untersucht. Ja. Muss ja nicht nur Befragungen sein, könnte ja jetzt ja auch wieder was anderes sein, könnten auch Interviews sein oder irgendwelche anderen Verhaltensspuren, die man beobachtet. Das Entscheidende ist, dass die gleichen Personen immer wieder in der Studie drin sind, wo sie immer wieder untersucht werden. Und in so einem Längsschnitt-Design oder in so einem Panel könnt ihr euch ja überlegen, da ist, also nennt sich Attrition, Panel Attrition nennt sich das. Was das meint, das ist der Ausfall von Personen. Ja, wenn ihr das über einen längeren Zeitraum macht, dann manche Personen sind dann vielleicht irgendwann einfach mal krank oder sie sterben. Ja, passiert, wenn man so größere Studien macht, dann sterben einfach manche Leute. Oder sie ziehen weg. Ja? Oder sie haben einfach keine Lust mehr, an der Studie teilzunehmen. Das sind alles Dinge, warum sich euer Panel in der Regel verkleinert. Ja? Und was man dann macht, dann hat man oftmals sogenannte Replacement-Panelists, also wo man dann neue Personen wieder zusätzlich ins Panel mit aufnimmt und die dann irgendwie auch die nächsten Male immer wieder wiederholt befragt. Okay, Frage nochmal kurz, was die Grundgesamtheit ist. Vielleicht ganz kurz, da gehen wir im nächsten Semester drauf ein. Aber Grundgesamtheit ist so die gesamte Summe, auf die man eigentlich generalisieren möchte an Personen. Klassische Grundgesamtheit wäre alle Personen in Deutschland. Oder wenn ich eine Studie mache, alle Studierende an der RWTH. Ja, in der Regel kann ich ja die nicht alle irgendwie in meiner Studie haben. Da ziehe ich eine Stichprobe davon, ziehe ich eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit heraus und von der Stichprobe will man dann auf die Grundgesamtheit verallgemeinern. Ja, aber wie gesagt, da haben wir eine ganze Vorlesung dazu. Das ist am Anfang, die zweite Vorlesung im Sommersemester. Da geht es um Stichprobenverfahren und da gehen wir dann auch auf Grundgesamtheiten ein. Okay, also bei Längsschnittpanels, wie gesagt, da fallen Leute manchmal raus und die müsst ihr dann ersetzen und dann befragt ihr die wieder über den Zeitraum hinweg. Und jetzt als drittes haben wir noch Kohortenstudien. Was sind jetzt Kohortenstudien? Kohortenstudien sind eigentlich ein Spezialfall von Panelstudien. Bei Panelstudien, das sind die gleichen Personen in der Umfrage, ich nenne es mal Umfrage, in der Studie immer wieder drin. Aber das könnten ganz unterschiedliche Personen sein. Das könnten junge Personen sein, es könnten alte Personen sein. Das Entscheidende ist, dass die immer wieder befragt werden. Und das ist auch eine der Ideen, ja, dass man da auch Varianz drin hat, also dass man unterschiedliche Personen auch drin hat und die über die Zeit hinweg beobachtet. Bei Kohortenstudien ist es jetzt anders. Bei Kohortenstudien, das ist eine spezielle Form der Paneluntersuchung, bei der Personen einer Stichprobe derselben Kohorte angehören. Was ist jetzt eine Kohorte? Eine Kohorte oder unter einer Kohorte versteht man eine Gruppe von Personen, in deren Lebensläufen ein bestimmtes biografisches Ereignis annähernd zum selben Zeitpunkt aufgetreten ist. Und das klassische Beispiel ist einfach eine Geburtenkohorte, eine Geburtskohorte. Ja, alle Personen, die im gleichen Jahr geboren sind wie ihr, zum Beispiel. Ja, oder alle Personen, die im gleichen Jahr eingeschult wurden wie ihr. Das wäre eine Kohorte. Ja, und dann beobachtet man diese Person über die Zeit hinweg. Das muss nicht unbedingt Geburt sein. Es kann zum Beispiel auch sein, Personen, die während Covid studiert haben.
Ja, es könnte ja sein, dass es Ältere waren, dass es Jüngere waren. Aber sie haben alle das gleiche Ereignis in ihren Lebensläufen gehabt. Und dieses Ereignis ist der Startpunkt, das, was auch allen gemeinsam ist, um diese Kohorte zu definieren. Ja. Weil manchmal haben dann eben Unterschiede über die Zeit, die jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Trend sind oder eine Veränderung in der Welt, sondern die damit zu tun haben, dass ihr da andere Personen drin habt. Ja. Also wenn vielleicht in 3 Jahren die Studis auf einmal alle viel besser oder schlechter werden, dann hat es vielleicht nichts mit den Studis zu tun, hat es vielleicht damit zu tun, dass es die Studis sind, die nicht mehr während Covid ihr Abitur machen mussten. Ja, das seht ihr schon mal. Also so kann man das irgendwie ja auch sehen, dass es so ein gemeinsames Ereignis war, die alle beeinflusst hat. Also Kohortenstudien. Und bei Kohortenstudien, da beobachtet man das dann manchmal über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Ja, also manche Kohortenstudien, die laufen über, ich glaube, die älteste Kohortenstudie, die läuft tatsächlich schon über 70 Jahre. Da werden Personen, die sind schon längst gestorben, da ist dann wieder die nächste Generation schon wieder mit drin in der Studie. Und in der Regel werden da lange Lebensläufe betrachtet. Ja, also von der Geburt bis hin 50 Jahre später. In UK gibt es eine große Millennium Birth Cohort Studie. Da wurden Kinder aufgenommen, die im Jahr 2000 geboren wurden. Und die werden seither jedes Jahr untersucht. Ja, jedes Jahr. Und das sind manchmal wirklich ganz große Projekte. Also das macht im seltensten Fall ein Forscher alleine, sondern das geht, wie gesagt, manchmal auch über ganze Forschergenerationen hinweg und bietet dann halt unheimlich aussagekräftige oder unheimlich starke Möglichkeiten, da Dinge über den Zeitverlauf hinweg sich zu betrachten. Ja? Aber da habe ich jetzt irgendwie ein Beispiel davon, was wir uns mal angucken, wie das aussehen kann, wenn man denn Personen die ganze Zeit immer wieder beobachtet. Und so funktioniert Forschung tatsächlich. Also manchmal ist es, wie gesagt, wirklich über 20, 30, 40 Jahre hinweg, wie das Ganze funktioniert. Und dann kann man sich da Veränderungen anschauen. Okay, gucken wir uns da mal ein kleines Video zu an. Okay, also ich fand es eigentlich ein schönes Video, um irgendwie so zu sehen, wie gigantisch groß solche Studien auch sein können teilweise. Ja? Also da geht es wirklich auch darum, Lebensläufe zu betrachten. Wie entwickeln sich Menschen denn?
Ja, was für Interessen haben die denn? Was für einen Ausbildungsweg gehen sie denn? Schlagen sie denn ein, wenn sie an die Uni gehen? Was studieren sie denn? Was wählen sie denn? Ja, und was wählen sie denn dann in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren und so weiter? Und ihr seht, der Gedanke dabei ist, das ist ja immer die gleiche Person. Ja, das ist so der Gedanke. Das heißt, alles, was man jetzt irgendwie von der Person nicht weiß, das spielt ja da eine Rolle. Ja, das spielt ja da eine Rolle am Anfang oder am Ende. Und dadurch kann man quasi sich mehr diese Veränderungen innerhalb der gleichen Personen anschauen. Ja. Und jetzt bei so einer Geschichte habe ich natürlich auch nochmal nachgeguckt, wie das historisch ist. Ich habe nochmal die Familienalben gewälzt und geguckt, ob noch irgendwelche Fotos von mir da waren. Bin ich auf dieses Foto von mir gestoßen. Ja, also ich bin tatsächlich schon mal hier, hatte meinen Bart schon relativ früh. Habe ich tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange. Da vielleicht so ein Ratschlag, wenn ihr sowas habt. Oder wenn ihr so seid, wie ihr seid, bleibt einfach so, wie ihr seid. Ja, also wenn ihr Glück habt, wird es irgendwann mal modisch. Ich hatte jetzt so die letzten Jahre ein bisschen Glück, dass der Bart einfach modisch war. Ich hatte den einfach schon ewig, also solange ich mich dran erinnern konnte. Okay, aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen weiter in den Familienalben gekramt und bin da jetzt auch noch auf folgende Fotos gestoßen, die ich euch jetzt auch noch mal zeigen wollte, wie so eine Kohortenstudie aussehen kann. Okay, Ton haben wir nicht mehr, aber egal. Ihr seht schon, also, wenn man mich jetzt irgendwie so ein Leben lang begleiten würde und immer wieder in der Studie aufnimmt und immer wieder als Teilnehmer mit dabei hat, dann wäre das so eine Kohortenstudie, wo man Personen über lange Zeiträume hinweg untersucht. Gut, also, es geht also um den Wandel, also wie man sich verändert. Woher kommen Veränderungen? Das ist nicht eine ganz triviale Frage. Wenn wir beobachten, wie sich Menschen im Zeitverlauf verändern, was könnte denn da die Ursache sein? Es könnte ja zum einen damit zusammenhängen, dass das mit dem Alter zu tun hat. Ja, Personen verändern sich, wenn sie altern, aus biologischen und sozialen Gründen. Ja, zum Beispiel hier, ich trinke jetzt viel Kaffee, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als dass ich Kaffee überhaupt nicht gemocht habe. Ja. Und das hat eben auch mit dem Alter zu tun. Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich biologisch, dass irgendwie die Geschmackssensoren sich einfach über die Zeit hinweg verändern, wenn man älter wird. Das wären jetzt so biologische Faktoren. Oder man lebt ja auch einfach ein Leben und man wird älter. Vielleicht wird man ein bisschen weiser oder ich weiß auch nicht, legt gewisse Charaktereigenschaften ab oder legt sich andere zu. Es hat dann mit dem Alter zu tun. Also es kann sein, dass sich Dinge in der Welt verändern für Personen, weil sie einfach älter werden. Ja. Es könnte aber genauso gut sein, dass sich Personen verändern, weil sie in einer anderen Zeit leben. Das nennt sich Periodeneffekte. Also nach Periodeneffekten verändern sich Personen nicht, weil sie altern, sondern weil sich die Welt um sie herum verändert hat. Ja, und solche Periodeneffekte sind nicht auf bestimmte Altersgruppen beschränkt, sondern gelten für alle gleich. Ja, da seht ihr schon mal, vielleicht hat sich einfach die Zeit verändert und es ist ja so, wenn ihr mal die Welt vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren anguckt, es war eine ganz andere Welt, es war eine ganz andere Periode und deswegen haben da Menschen vielleicht sich auch anders verhalten. Es hat eigentlich, also der Wechsel, wenn wir jetzt irgendwie Veränderungen in den Personen beobachten, hat es nicht unbedingt was damit zu tun, dass die älter geworden sind. Vielleicht hat es eher damit zu tun, dass sich die Welt um sich herum verändert hat. Das ist was anderes. Ja. Und dann haben wir noch die dritte Ursache für solche Veränderungen. Das sind die sogenannten Kohorteneffekte. Also es könnte ja auch sein, Generationen sind unterschiedlich wegen unterschiedlicher Startbedingungen. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie in der Gruppe von 40- bis 50-Jährigen andere Wahlpräferenzen seht als in der Gruppe der 20- bis 30-Jährigen, dann hat es vielleicht einfach damit zu tun, dass die erste Gruppe einfach 10 bis 20 Jahre vorher geboren wurde. Ja, die sind in einer anderen Welt aufgewachsen. Das ist der Grund, warum wir da jetzt Unterschiede sehen zwischen Wahlverhalten von jungen Menschen und Wahlverhalten von älteren Menschen. Hat vielleicht nichts damit zu tun, dass irgendwie, wenn man älter wird, dann verändert man sein Wahlverhalten. Ja, es kann immer noch gleich sein. Es kann einfach nur der Grund sein, dass es einfach andere Personen sind und die einfach zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Kohorten gehören und unterschiedliche Dinge in ihrem Leben einfach erlebt haben oder zu prägenden Zeitpunkten mitgemacht haben. Das sind sogenannte Kohorteneffekte. Und das zu unterscheiden ist jetzt gar nicht so einfach. Also das ist wirklich schwierig. Wie kann man Alterseffekte von Periodeneffekten, von Kohorteneffekten unterscheiden? Ja, das sind APCs, also Age Period Cohort Effekte. Das ist auch ein spannendes Feld, will ich jetzt aber auch nicht weiter darauf eingehen, wie man das so auseinanderdröseln kann. Aber ich habe jetzt, glaube ich, trotzdem
nochmal ein Video dazu, aber ich glaube, ich springe da jetzt hier einfach mal drüber. Gut, als nächstes will ich nämlich auf experimentelle Designs eingehen. Ja, was sind experimentelle Designs? Ihr könnt es euch vielleicht schon ein bisschen vorstellen, da ist ein Experiment mit dabei. Und im nächsten Semester werden wir da auch tatsächlich zwei Vorlesungen dazu haben, weil ich finde, Experimente in den Sozialwissenschaften super spannend sind. Ja, die haben richtig tolle Vorteile. Was ist der Grundgedanke dabei? Der Grundgedanke bei experimentellen Designs ist, dass ihr eure Stichprobe, wenn ihr jetzt Personen untersucht, dass ihr die aufteilt. Ja, so ganz vereinfacht gesagt, ihr teilt sie auf in zwei Gruppen. Der eine nennt sich die Experimentalgruppe und die andere, das ist die Kontrollgruppe. Und jetzt ist der Punkt, dass wenn wir zufällig einteilen, also wirklich wir einfach nur zufällig eingeteilt, ihr seid in der Kontroll- oder Experimentalgruppe drin, dann ist der Gedanke vom Design her, dann müssten ja diese unbeobachteten Dinge, also irgendwelche Eigenschaften, vielleicht irgendwelche Präferenzen für Parteien oder gewisse Meinungen, ja, dann müsste das alles, was wir ja nicht beobachtet haben, diese unbeobachtete Heterogenität, dann müsste das in beiden Gruppen ja gleich häufig vorkommen. Ja, das ist der Gedanke, wenn denn die Zufallsauswahl da war. Natürlich kann es dann auch nochmal zufällig mehr oder weniger sein, aber das kann man berechnen, das kann man bestimmen. Aber der Gedanke ist, dann müsste ja alles, was wir nicht beobachtet haben, auch gleichermaßen in der Experimental- und in der Kontrollgruppe drin vorkommen. Das ist der Gedanke. Das heißt, wenn man dann, und jetzt kommt es, wenn man dann jetzt etwas tut, und das bei experimentellen Designs, da greift der Forscher tatsächlich ein, da setzt man einen sogenannten Stimulus. Und der Stimulus, das kann alles Mögliche sein. Da werdet ihr gleich nochmal ein Beispiel sehen. Aber das ist etwas, was jetzt nur die Personen in der Experimentalgruppe bekommen. Die in der Kontrollgruppe bekommen das nicht. Stellt euch vielleicht ein neues Medikament vor. Ja, da bekommt die eine Gruppe bekommt das Medikament und die andere Gruppe bekommt ein Placebo. Also einfach nur eine Pille, die so aussieht wie das Medikament, ist aber nichts. Ist einfach nur Traubenzucker. Ja, dann bekommt die eine Gruppe den Stimulus, die andere Gruppe aber nicht. Und jetzt könnt ihr euch danach dann die Unterschiede angucken. Wie gesund sind denn die einen Menschen, die tatsächlich die Pille bekommen haben, im Vergleich zu denen, die dieses Placebo bekommen haben. Und mit diesen Unterschieden kann man eben den kausalen Effekt dieses Medikaments bestimmen. Das ist so die Idee von einem Experiment. Ja, also ganz grob zufällige Einteilung in Experimental- und Kontrollgruppe. Und dann nur in der Experimentalgruppe setzt man das Stimulus, was auch immer das ist. Werdet ihr gleich noch ein paar Beispiele sehen. Und dann kann man die miteinander vergleichen. Es gibt dann noch unterschiedliche Designs, wo man etwas vor dem Stimulus jeweils beobachtet und dann den Stimulus setzt, dann wieder was beobachtet und dann das Ganze auch in der Kontrollgruppe macht. Also das wäre so ein Längsschnittdesign kombiniert mit dem Experimentaldesign. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das ist methodisch sogar noch interessanter oder noch aussagekräftiger. Aber das ist erstmal so die Grundüberlegung von so einem Experiment. Dass eine Gruppe bekommt den Stimulus, die andere Gruppe bekommt den Stimulus nicht. Und wenn wir für Teilnehmer in einer Experimentalgruppe Dinge aktiv ändern, also diesen Stimulus setzen, ihr seht schon, das ist was anderes, als einfach nur was zu beobachten. Ja, also ihr müsst tatsächlich aktiv was machen. Wer irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier euch einteilen würde in zwei Gruppen und die eine Gruppe bekommt ein spezielles Tutoring und die andere nicht. Ja? Oder wenn ich den Effekt setzen wollte, was ist denn der Effekt vom Tutorium, dann würde ich der einen Gruppe von euch erlauben, im Tutorium teilzunehmen oder euch zwingen, daran teilzunehmen, die andere Gruppe nicht. Und wenn ich dann Unterschiede in den Klausurnoten hinterher feststelle zwischen den zwei Gruppen, dann ist das Einzige, was unterschiedlich ist zwischen den zwei Gruppen, ja, dass die einen im Tutorium waren und die anderen nicht. Und dann wäre der kausale Effekt von Tutorium auf Klausurnote messbar. Ja, das ist der Gedanke bei solchen experimentellen Designs. Also wenn wir für die Experimentalgruppe Dinge aktiv ändern, diesen Stimulus setzen und für Teilnehmer in der Kontrollgruppe nicht, dann müssen eventuell beobachtete Unterschiede zwischen den zwei Gruppen kausal durch den Stimulus begründbar sein. Dann haben wir tatsächlich Ursache und Wirkung voneinander getrennt und erkannt. Deswegen sind so Experimente extremst stark und gelten auch so als Goldstandard, wenn es darum geht, Erklärungen zu machen. Wenn man für eine Gruppe was verändert und für die andere nicht und dann sich die Auswirkungen der einen Gruppe im Vergleich zu der anderen Gruppe anschaut. Okay, also hier habe ich es nochmal, wir haben Kontroll- und Experimentalgruppe, Control and Treatment. Nur die Treatment-Gruppe, also die Experimentalgruppe, bekommt diesen Stimulus. Wenn die jetzt dann anders sind, dann muss die Ursache dessen der Stimulus sein. Weil alles andere, was wir nicht beobachtet haben, was ja auch eine Rolle spielt, spielt ja sowohl eine Rolle in der Kontrollgruppe als auch in der Experimentalgruppe. Das ist der schöne Gedanke. Okay, hier habe ich jetzt ein kleines Video, was ich mal mit euch anschauen will zu Experimenten. I'm sorry, if you don't mind crossing here, that would be great. Thank you.
like to think of ourselves as independent and not easily bossed around. We take pride in the fact that we question things that are told to us and we question what people tell us to do. But how true is this really? Some smart folk in the 70s showed that people were more likely to take orders from someone dressed in a policeman's uniform than someone dressed in normal clothes. I'm going to assume the role of an authority figure. Got my serious jacket on, got my heels, high-vis jacket, clipboard. Will people be more likely to take orders from me in my uniform or in my normal clothes? Give me your most authoritarian face. Oh, you can't step on there. I'm sorry. You cannot step on this this area. Why not? It's not allowed at the moment. I'm sorry. And the reason why? Oh, I'd better get off there quickly if I were you. You can walk on the black line. That'd be great. What the? Because we're keeping it free. Oh, thank you. Free? Yeah, okay. That would be great. Hi, I'm sorry we've got no standing policy on the bridge. Really? Yeah. No standing? No, so you've got to keep walking. That's okay. Yeah, gotta keep walking, thanks. Yeah. I'm sorry, sir, we have a no standing policy on the bridge. Oh, actually, yeah. No problem, thank you. You can cross, just hold on to the bridge, that's it. Oh, okay. Not gonna die. Yeah, it's just safety measure. Okay, thank you. Thank you very much. I'll help you along. Thanks very much. There was definitely more of an authority when I was wearing my high vis. High vis is a powerful jacket. You can't stand here at the moment. If you might moving to the side, that would be great. Yeah. Sorry, you can't stand here. People have to be moving. Yeah, that's all right. Thank that's you very much. Right. Great. Sorry, we can't have prams go through the main area if you just don't mind going down the side. Yeah. We have a very strict backpack policy here. If you can just hold it in your hand, that would be great. All right. Okay. Thanks. I just have to check that everyone's got their backpacks off before you go. Okay. What about this one? This one? No. You have to carry them? Yes, you just have to pick them up. Are you with a friend? No. Oh, there's two of them. Do you mind picking one up? Just... What? You just pick one of them up, I it's can't fine. Pick them up. They're like 15 kg. You can pick up 15 kg. Okay, so which is the new dog-free zone then? Just down there, it'll be good. Okay, I'm just gonna walk this way then. Okay, thank you very much. There's a more sinister side to this. Some people argue that unquestioning obedience to authority is the part of our nature that allows police states to flourish. In his now famous experiment from the 60s, Stanley Milgram got a shocking result. Some people, when given orders by an authority, are willing to go as far as seriously hurting or killing someone just because they're told to do so. Yeah. Sorry, you've got to walk in line, just going past here. Thank you very much. Yeah, great. Sorry, girls. You're being filmed. Okay, also, ein lustiges Video. Vom wissenschaftlichen Standpunkt her kann man da vieles kritisieren. Ja, aber mir ging es jetzt eigentlich darum, dass ihr die Grundidee von so einem Experimenten bekommt. Und ihr habt ja jetzt ja, glaube ich, schon mal gesehen, dass irgendwie, was ist da die Idee? Dass einmal war die Person mit dieser Warnweste da und einmal ohne der Warnweste. Das heißt, die eine Person konnten wir so sehen, den einen, bei den ersten Fällen, da war dieser Stimulus da, also da hat die Person diese Weste getragen, während bei den anderen Fällen oder bei den anderen Beobachtungen die Person diese Weste nicht getragen hat. Und dann guckt man sich an, okay, wie ist denn der Gehorsam? Ja, wie obedient sind die Leute denn? Wie folgen die denn den Anweisungen? Und das sind super spannende Geschichten. Ja, also das könnte man jetzt ja auch irgendwie in unserem Beispiel mit den Kindern und dem Fernsehen machen. Ist ethisch sehr kritisch, deswegen das sind wieder andere Probleme bei solchen Experimenten. Aber die Idee hier jetzt angewendet wäre ja folgende, dass wir die Kinder aufteilen in verschiedene Gruppen, zufällig ausgewählt. Und die einen Kinder, die zwingen wir dazu, dass sie viel Fernsehen schauen, während bei den anderen Kindern, da verbieten wir das. Ja? Und es sind da viele andere Aspekte noch eine Rolle, die da eine Rolle spielen, ob die Kinder aggressiv sind oder nicht. Aber der Gedanke ist ja, dass wenn wir die Einteilung zufällig haben in die beiden Gruppen, in die Experimental- und Kontrollgruppe, dann müssten diese anderen unbeobachteten Dinge ja bei beiden Gruppen gleichermaßen eine Rolle spielen. Das ist der Gedanke.
Und dann müsste der Unterschied, den wir beobachten in diesen zwei Gruppen in Bezug auf die Aggressivität im Mittel, müsste ja dann darauf zurückzuführen sein, weil das Einzige, was anders wäre, und das ist so der Gedanke dabei, wenn man so alles kontrollieren könnte, ja, und wenn man nur eine Sache verändert, dann müsste es ja mit dem Fernsehen schauen zu tun haben, weil die eine Gruppe dazu gezwungen wurde und die andere nicht. Ja? Okay, also das wäre jetzt so ein Experimentaldesign, aber ihr merkt schon, das kann man ja nicht machen. Man kann ja irgendwie nicht irgendwie Kinder dazu zwingen, jetzt Fernsehen zu schauen, oder man kann ja nicht irgendwie Kinder davon abhalten, irgendwas anderes zu tun. Das ist hier ethisch jetzt schwierig vertretbar. Okay, als nächstes haben wir jetzt noch Fallstudien und Vergleichsstudien, auf die will ich auch nochmal kurz eingehen. Was sind Fallstudien? Fallstudien wäre jetzt ein Forschungsansatz, da würde man sich ganz intensiv mit einem Fall beschäftigen. Ja, also man versucht da möglichst so viel wie möglich von einem Fall zu lernen und das zu verstehen. Man geht da in die Tiefe, kann dann aber halt eben keine Aussage zur Repräsentativität machen. Ja, man kann zum Beispiel eine Familie länger beobachten und dadurch dann feststellen, was sind denn, wie hängt das denn zusammen? Ja, was sind denn andere Faktoren, was sind denn Eigenschaften des Kindes und so weiter. Also, dass man sich wirklich mit einem Fall ganz spezifisch beschäftigt. Und hier ist halt der Punkt, dass man unbeobachtete Heterogenität wird versucht, dadurch zu meistern, dass man so viel wie möglich über einen Fall herausfindet. Man kann dann aber nicht mehr generalisieren. Also dessen muss man sich bewusst sein. Mit Fallstudien kann man nicht generalisieren. Nur weil es jetzt in einem Fall so ist, muss das nicht so heißen, dass es in anderen auch so ist. Ja, aber man lernt eben was über die Prozesse, über die Mechanismen in diesem einen Fall. Und wie gesagt, bei unserem Beispiel mit den Kindern im Fernsehen wäre jetzt so eine Fallstudie, dass man sehr viel Zeit mit einer Familie verbringt, dass man die Kinder und die Familie beobachtet und dass man versucht, so viel wie möglich darüber herauszufinden, warum Kinder eventuell aggressiv sind. Okay, jetzt haben wir noch Vergleichsstudien. Was sind Vergleichsstudien? Vergleichsstudien, im Grunde genommen einfach nur zwei oder mehr Fallstudien, die man miteinander vergleicht, die man betrachtet und dann Unterschiede zwischen diesen Fällen herausarbeitet. Da ist auch wieder so, man kann nicht generalisieren, aber man kann trotzdem was lernen aus den unterschiedlichen Fällen. In dem einen Fall war es so, in dem anderen Fall war es so und das miteinander vergleichen. Das wäre jetzt eine Fallstudie. Wie wäre das bei uns? Bei uns wäre das jetzt so, wenn man jetzt nicht nur viel Zeit mit einer Familie verbringt, sondern wenn man mehrere Familien hat, vielleicht zwei oder drei, und da die Kinder in den Familien wieder ganz genauso wie bei der Fallstudie auch beobachtet, versucht so viel wie möglich darüber herauszufinden, wie Aggressivität in den Familienkontexten funktioniert oder warum oder wann Kinder da aggressiv sind und dann eben sich auf die versucht, die Unterschiede zwischen den Familien herauszufinden. Das sind sogenannte Vergleichsstudien. Also das sind alles legitime Wege, wie man irgendwie so eine Forschungsfrage beantworten könnte. Ihr merkt schon, da gibt es irgendwie keine klare Sache. Manchmal ist das eine eben besser geeignet als das andere. Und das müsste eigentlich meiner Ansicht nach immer so das Prinzip sein, dass man immer überlegt, wie kann man denn in einem konkreten Fall eine Forschung am besten betreiben oder ein Problem, eine Frage am besten versuchen zu beantworten. Und das hängt, wie gesagt, auch mit den Mitteln zusammen, die man hat. Ja, also in so einer Bachelorarbeit könnt ihr halt eben keine Längsschnittstudie machen. Vielleicht könnt ihr da eine Fallstudie machen. Vielleicht könnt ihr auch eine Querschnittstudie machen und so weiter. Okay, soviel jetzt zu Forschungsdesigns. Ich habe jetzt noch den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte. Und zwar geht es da um Tipps für die Forschung. Also, was ich hier jetzt machen will, ist so ein bisschen behind the scene zu gucken, ja, weil ihr könnt lesen über den Forschungsprozess in Lehrbüchern, aber ihr könnt nicht die Erfahrung dort lesen, die in der Regel die Forscher gemacht haben. Ja, das ist was, was oftmals nicht geteilt wird. Aber das ist umso wichtiger. Ja, also das ist sowas, was interessanterweise Professoren auch schlecht kommunizieren, weil für uns das halt schon so normal ist. Wir haben die Erfahrung einfach gesammelt. Ja, aber ich finde es trotzdem extremst wichtig. Deswegen habe ich jetzt mal eine Spezialausgabe, wo ich meine Kollegen das einfach mal gefragt habe. Also es ist ein bisschen längeres Video, es sind glaube ich wieder 10 Minuten ungefähr, wo ich mal meine Kollegen zum Forschungsprozess und zur Forschung allgemein befragt habe. Gucken wir uns das mal an.
So, hi Thomas, Professor für Soziologie am Institut für Soziologie. Ich habe jetzt mal einen Anschlag auf dich vor. Und zwar, jetzt erinnere dich mal so zurück, du warst ja auch mal Student. Ja, du hast ja auch mal studiert, hast in Düsseldorf studiert, ne, wenn ich richtig erinnere. Und jetzt überleg dir mal, was hättest du dir denn gewünscht, was dir jemand, ein Professor damals in Bezug auf Forschung oder wie man Forschung betreibt, gesagt hätte, aber keiner hat es dir gesagt. Ja, ich muss direkt die Regel springen. Ich fange mal mit einer Regel an, die man mir gesagt hat, die ich wirklich, also mir hat man ein Ding Wind gegeben und da bin ich immer noch sehr dankbar für. Das gebe ich auch gerne weiter. Und dann komme ich zu der Antwort der Frage, wenn es okay ist. Das, was man mir gesagt hat, ist, wenn du eine Arbeit hast, irgendeine Aufgabe, Hausaufgabe, mach jeden Tag was dran. Egal wie viel, versuch Kontinuität reinzubringen. Und manchmal liest man eben nur einen kleinen Aufsatz, 20 Minuten hat man nicht mehr Zeit, manchmal hat man 5 oder 10 Stunden oder länger. Aber versuch jeden Tag kontinuierlich was zu machen. Der Tipp ist einfach wertvoll und das versuche ich immer, wenn es um Projekte geht, dass ich die so kontinuierlich wie möglich bearbeite. Ich würde auch denken, dass jetzt die meisten Studierenden davon profitieren würden, wenn sie sich zum Anfang des Semesters ein Hausarbeitsthema überlegen und direkt anfangen und immer etwas kontinuierlich machen. Das ist das eine, was ich mir gewünscht hätte. Kann ich kurz was zu sagen? Das ist irgendwie auch so ein Punkt, was ich total wichtig finde. Ja, also du weißt ja, mein Hobby ist ja Wandern. Ja, und da gehe ich auch immer, ich sage auch mal, ich mache hier nichts Besonderes. Ich mache einfach nur einen Schritt, setze ich von den anderen. So, ja, einen Schritt von den anderen. Und das mache ich halt irgendwie jeden Tag und irgendwann nach einem Monat bin ich 1000 Kilometer gelaufen. Was total absurd ist irgendwo. Ja, also total verrückt, wenn du sowas denkst. Aber ich habe überhaupt nichts Besonderes gemacht. Im Gegenteil, ich habe mich immer angehalten, wenn es irgendwo eine Bar gab, irgendwie ein schönes Restaurant oder so, ja, und mal gut übernachtet irgendwo, aber einfach nur einen Schritt nach dem anderen. Also kontinuierlich, ja, und stetig, einfach immer, geht auch manchmal zurück, ja, aber irgendwie immer nach vorne und immer irgendwie dabei bleiben. Das ist klar. Ne? Man ist ja nicht immer gleich gut drauf, auch in der Soziologie nicht. Manchmal liest sich ein Text flüssig, manchmal ist man nicht so konzentriert und so weiter. Also ich würde das unterschreiben. Soziologie ist ein Langzeitprojekt. Ja? Da muss man dranbleiben. Die meisten Dinge lassen sich leider nicht von heute auf morgen lösen. Okay, aber ja, du hattest auch noch eine Idee gehabt, für was du gerne von jemandem gehört hättest, der dir das aber nie gesagt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass man mir sehr früh noch deutlicher gemacht hätte, wie wichtig die Methoden sind. Weil erstens mache ich die eigentlich ganz gerne, habe die aber aus verschiedenen Gründen, weil man damals bei den klassischen SPSS hat man damals noch auf Windows gemacht und da ging es immer um die Syntax und dann war die Betreuung nicht so gut. Wir haben uns dann stundenlang über Syntaxfehler, die haben wir gesucht und nicht gefunden und haben wenig geforscht. Und darüber habe ich die Lust verloren. Und da hätte ich mir gewünscht, dass jemand sagt, pass auf, bleib bei den Methoden dran. Such dir, muss ja nicht das sein, eine andere Methode aus, es ist total wichtig. Jetzt habe ich verschiedene Dinge zwischendurch wieder versucht, mal Sozialsimulation oder qualitativ vergleichende Forschung, die alle ihre eigenen Methoden haben. Das macht alles sehr, sehr viel Spaß, aber ich bin nie wieder so richtig in eine Methode voll reingekommen, so wie das bei manchen Theorien mir klingt. Und das wäre sehr hilfreich gewesen. Ich glaube, man braucht wirklich beides. Also man sollte die Theorien nicht vernachlässigen. Da würde ich auch immer anempfehlen, mindestens eine Theorie gut durchzuarbeiten, dass man dieses Standbein hat. Und genauso mit den Methoden. Egal welche, aber eine Methode richtig reinbeißen, dass man die beherrscht. Ist super für die Wissenschaft. Klammer auf, ist übrigens auch gut, wenn man nach der Wissenschaft in die freie Marktwirtschaft gehen will. Dann kann man sich sehr gut mit verkaufen. Mit Methoden, mit Theorien nicht ganz so gut. Und jetzt überleg dir mal, was wären denn so zurückblickend nach deiner Erfahrung so 2 Dinge, die du damals gerne gewusst hättest oder die dir gerne jemand gesagt hätte, aber keiner hat es dir gesagt? Also da gibt es nämlich ein paar Sachen, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Ich habe ja gerade erzählt, unser Steckenpferd sind die Netzwerkforschung. Ja. Und ich habe mal eine große Studie bei Daimler gemacht. Da ging es quasi um Change Management und wie das quasi in Abteilungen akzeptiert wird. Und da wir sind da quasi reingegangen in Abteilungen und haben uns tatsächlich auch angeguckt, welche Konfliktlinien existierten. Und es war zum Teil auch wirklich dramatisch. Daimler ging es damals auch nicht so gut. Also da gab es auch quasi tatsächlich wirtschaftliche Probleme. Das heißt also, der Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war sehr groß.
Und wir haben festgestellt, Teams, die eigentlich zusammenarbeiten müssten, haben überhaupt nicht miteinander geredet. Mhm. Ja, und entsprechend haben wir dann Netzwerkforschung gemacht und geguckt, wo ist denn da der Hund begraben? Also was ist eigentlich das Problem? Ja? Und da hatte ich dann tatsächlich auch so ein paar Fragen. Wir nennen das informelle Kommunikation. Ja? Es gibt ja quasi den Dienstweg, was man so quasi arbeitsmäßig realisieren muss. Aber dann wird da immer gern auch noch mal ein bisschen getuschelt, getratscht und so weiter. Mhm. Und da hatten wir eine Frage in unserem Fragebogen, die lautete, mit wem gehen Sie regelmäßig essen? Mhm. Ja? Und dann kam natürlich der Rücklauf von allen. Wir hatten relativ viel Rücklauf, also über 90%. Also so, dass man wirklich auch reziprok das dann quasi beobachten konnte. Also wenn jetzt zum Beispiel Kollege Müller gesagt hat, ich gehe mit Herrn Schmidt regelmäßig essen, dann müsste man ja erwarten, dass Herr Schmidt das Gleiche sagt. Ja, ja. Und das Gegenteil war der Fall. Ne? Das heißt, mit anderen Worten, die Wahrnehmung, ne, wie ein Netzwerk ist, ja, ist eigentlich eine individuelle Angelegenheit. Und wir kennen aus anderen Studien, die sonderbare Situation, zum Beispiel bei Freundschaftsnetzwerken, dass quasi diejenigen, die eigentlich die Stars sind in einem Freundschaftsnetzwerk, dass die sehr selektiv sind. Wenn die gefragt werden, was sind deine Freunde, dann nennen die da 2, 3. Faktisch haben die aber ganz viele. Und die Außenseiter, die nennen eher mehr. Das heißt also mit anderen Worten, man hat da so eine Verwerfung drin, mit der man erstmal umgehen muss. Ja, und das muss man quasi auch als Sozialwissenschaftler überhaupt erstmal reflektieren, dass es da quasi erstmal so eine Wahrnehmungsproblematik gibt und dass es total wichtig ist, dass man zum Beispiel solche Fragen, die wir jetzt eher mal so ein bisschen grob gestellt hat, möglichst genau stellt und um zu gucken, dass da tatsächlich dann zum Beispiel solche Angaben, mit wem gehen Sie wöchentlich, mindestens einmal essen, ja, das wäre dann eine präzisere Frage gewesen, ja, wo man vielleicht etwas mehr diesen Effekt, den ich gerade beschrieben hatte, hätte ausgrenzen können. Es ist interessant, was du sagst, weil wir hatten auch so mal in der Forschung eine Studie gemacht zu Bullying. Ja, also Leute, Kids in Schulen, die andere zu anderen gemein sind. Ja, und da war auch massive Unterschiede in der subjektiven Wahrnehmung. Ja. Das heißt, die einen nehmen sich gar nicht als Opfer wahr, ja. Während andere sagen, ich bin hier der Bully, aber die anderen denken es gar nicht, dass es der Bully ist. Ja, also solche Sachen, das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer noch Menschen sind und die Welt subjektiv wahrnehmen. Ja. Also, dass diese objektive Welt zwar schon irgendwo auch da ist, aber dass wir immer noch individuelle, subjektive Menschen sind, mit all unseren Verzerrungen, die wir haben, ja? Genau. Mit allen Fehlern, die wir auch haben. Und dass das ja wichtig ist, für was die Menschen dann tun, wie sie die Welt wahrnehmen. Ja, und ich glaube, dass das quasi bei der Netzwerkforschung besonders deutlich wird. Ja, ich nenne das immer so relationale Analysen. Ne? Das geht ja eigentlich um Beziehungen, ne? Wo man merkt, okay, Beziehungen muss man ja von beiden Seiten, von beiden Beteiligten quasi angucken. Ne? Der eine nennt das eine Freundschaft, der andere nennt das Bekanntschaft. Ja, da hat man schon diese Diskrepanz unter Umständen, ja, in der Wahrnehmung einer Beziehung. Ja, und bei den normalen, üblichen, standardisierten Befragungen, die jetzt nicht auf Relationen abheben, hat man natürlich erstmal nur solche Sachverhalte. Da taucht das Problem genauso auf. Mhm. Ja, also zum Beispiel bei den Fragen der Hobbys. Ja, welche Hobbys haben Sie? Ja, ab wann ist ein Hobby ein Hobby? Ja, wenn ich das einmal im Jahr praktiziere, ist das dann ein Hobby? Ja, also das sind genau diese subjektiven Wahrnehmungsmuster, die quasi da auch dazu führen, dass Unschärfen entstehen. Und davor muss man quasi auch ein bisschen gefeit sein, sich klarzumachen, dass die Ergebnisse, mit denen man quasi auch bei einer Erhebung arbeitet, dass die nur so gut sein können wie die Fragen, die man stellt. Und vor allen Dingen auch nochmal richtig kritisch auf diese Ergebnisse drauf gucken kann, muss, um genau solche subjektiven Effekte mit einzurechnen, dass quasi die Wahrnehmung eben doch sehr unterschiedlich ausfallen kann bei den Akteuren. Ja, cool, danke. Ja, guter Hinweis, liebe Studenten, ja, immer auf die subjektive Wahrnehmung schauen, gerade auch in der Daten
Sammlung und Aufbereitung, ja, und Analyse. Roger, ich drücke jetzt einfach mal auf den Stopp-Knopf. Ich glaube, wir haben genug Material. Super. Hallo zusammen. Bevor ich Ihnen jetzt gleich zwei Aspekte nenne, die aus meiner Sicht für erfolgreiche Forschung besonders relevant sind, will ich Ihnen ganz kurz etwas zeigen. Kommen Sie mal mit. Das Erste, was ich Ihnen zeigen will, ist diese Straße. Und wie Sie vielleicht erkennen können, bin ich gerade in London. Und was Ihnen sicher auffällt, ist, dass der Verkehr auf der falschen Straßenseite ist. Beziehungsweise auf der falschen Straßenseite für uns. Und das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt von Sozialforschung. Nämlich die Art und Weise, wie wir auf solche Phänomene schauen. Gleich mehr dazu. Beispiel Nummer 2. Links, brr, eiskalt. Rechts, kochend heiß. Was für ein Unfug. Nachdem wir uns diese beiden Beispiele angeschaut haben, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, was das nun mit Sozialforschung zu tun hat und was es sein kann, was ich Ihnen an diesen Beispielen illustrieren will, was für Sozialforschung relevant ist. Die beiden Aspekte, die aus meiner Sicht ganz entscheidend sind, um erfolgreich Sozialforschung zu betreiben, ist erstens neugierig zu sein und zweitens die Irritationen, die man im Alltag erlebt, ernst zu nehmen, nicht einfach nur darüber hinwegzugehen, sondern sie zum Gegenstand sozialwissenschaftlicher Analysen zu machen und damit zu einem besseren Verständnis von Gesellschaft zu kommen. Wenn Sie beispielsweise nochmal an den Verkehr denken, wenn wir aus Zentraleuropa kommen und dann beispielsweise nach Großbritannien reisen, dann mögen wir möglicherweise den Eindruck haben, der Verkehr ist auf der falschen Seite. Und in der Alltagshaltung kann es extrem nervig sein. Wir wollen von A nach B und permanent müssen wir aufpassen, dass uns irgendwie kein Auto anfährt. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas mit dem Verkehr nicht stimmt und es ist in gewisser Weise eigentlich lästig. In der sozialwissenschaftlichen Haltung wäre es aber zu kurz gegriffen zu sagen, dass ein solches Prinzip des Verkehrs auf der anderen Seite falsch wäre. Vielmehr ist es unsere Aufgabe, Neugier zu haben und zu fragen, wie kann das eigentlich sein, dass im 21. Jahrhundert nicht überall die gleichen Verkehrsregeln gelten, sondern jeweils lokal spezifische Merkmale relevant sind. Im Übrigen, und das nur als eine Randnotiz, wäre es komplett falsch zu sagen, der Verkehr ist auf der falschen Seite, denn wir dürfen nicht vergessen, dass ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung genau den gleichen Verkehr auf der linken Seite hat, wie das beispielsweise in Großbritannien der Fall ist. Und allein quantitativ gesehen und in dem Sinn empirisch, wäre es also eine nicht zutreffende Aussage. Viel wichtiger aber ist, dass die Irritation, die wir haben, ein hervorragender Ausgangspunkt sein kann für die Analyse sozialwissenschaftlicher Phänomene. Denn wir können uns fragen, was sind eigentlich die Phänomene, die dazu führen, dass ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmter Aspekt persistent in einer Gesellschaft ist? Warum verändert sich es nicht, sondern warum haben wir hier eine Struktur, die über eine gewisse Zeit anhält, Normen, Werte, Regeln, auch Rechtssysteme, die eben in gewisser Weise sich durchsetzen und die in unterschiedlichen Kulturen anders sein können. Ganz ähnlich ist es mit dem Wasser. Was für eine absurde Konstruktion, dass man zwar unterschiedliche Hähne hat und wenn man mit lauwarmem Wasser sich die Hände waschen will, man eigentlich zunächst den Stöpsel ins Waschbecken stecken muss, um dann beide Hähne aufzudrehen, das Wasser zu mischen und dann sich die Hände waschen zu können. Faktisch gibt es aber historisch sehr, sehr gute Gründe, warum es so ist, dass die beiden Wasserhähne getrennt sind. Und wenn wir in der Alltagshaltung einfach nur darüber hinweggehen und sagen, ja, das ist absurd und sollte anders sein, dann ist es unangemessen aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Wenn wir aber im Gegensatz dazu neugierig sind, Interesse zeigen und dann versuchen zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist,
dann können wir zu spannenden sozialwissenschaftlichen Ergebnissen kommen und Gesellschaft insgesamt und insbesondere auch kulturelle Besonderheiten, Normen und Werte viel besser verstehen. Insofern hoffe ich, dass Ihnen diese beiden Aspekte eine Idee davon geben, was gute Sozialwissenschaft ausmachen kann. Und ich hoffe sehr, dass Sie Neugier zeigen, Fragen stellen und das, was wir im Alltag für selbstverständlich nehmen, hinterfragen und gleichzeitig die Irritationen, die wir manchmal erleben, genau nicht einfach nur wegzuwischen, sondern zum Ausgangspunkt für ein besseres Verständnis sozialer und gesellschaftlicher Phänomene zu nehmen. Okay, also das waren jetzt die lieben Kollegen. Finde ich eigentlich super spannend, wenn die einfach mal so sagen, was ist denn für sie relevant. Ne? Das, als Student weiß man das ja nicht so unbedingt, was da die anderen so sagen. Jetzt habe ich irgendwie selber, ich habe euch selber jetzt noch nicht darüber erzählt, was denn für mich so wichtig ist bei der Forschung. Da hatte ich ein kleines Format vorbereitet. Gucken wir mal, ob wir das mal kurz anfangen. Ich werde es vielleicht ein bisschen kürzen, aber nichtsdestotrotz will ich es ein bisschen anfangen. Und zwar ist das hier das folgende Format. Okay, also, was ist das Format? Ich habe jetzt hier einen Umschlag und in dem Umschlag habe ich jetzt Fragen drin. Da habe ich meine Mitarbeiter gebeten, einfach mal Fragen zu stellen, wo sie denken, das könnte interessant sein, wenn das der Herr Grund mal spontan beantwortet zum Forschungsprozess oder zur Forschung allgemein. Also ich ziehe mir jetzt mal eine Frage raus, mal gucken, was da draufsteht. Ich habe keine Ahnung und der Punkt ist, dass ich das eben spontan beantworte. Also die Frage ist, what are some effective strategies for designing research that can have real-world impact, particularly in policy-making and community development? Is having an impact always necessary and are there any risks in always pursuing high-impact studies? Okay, also geht es eigentlich immer darum, irgendwie auch gesellschaftliche Relevanz zu haben oder die Gesellschaft auch irgendwie zu verändern. Das ist so die Frage. Interessante Frage, weil das tatsächlich immer wichtiger wird. Ja, also wenn man heutzutage sich auf Forschungsgelder bewirbt, dann muss man eigentlich immer diesen Punkt irgendwie auch haben. Selbststudie, sage ich es in der Hausarbeit, geht darauf ein, warum das, was ihr da jetzt schreibt, relevant ist oder wie das einen Einfluss hat auf, wie wir die Welt sehen. Und hier ist irgendwie auch, also sollten wir immer versuchen, auch so einen Impact zu haben. Also ich glaube eigentlich, so ganz zu verallgemeinern ist schwierig, aber ist doch extremst wichtig. Also wenn wir einfach nur in unserem stillen Kimmerchen sitzen und uns irgendwie gedanklich irgendwas ausdenken, ohne irgendwie unseren Gegenstand vor Augen zu haben oder wie wir da vielleicht irgendwie einen Einfluss haben könnten auf die Welt, ich glaube, das wäre verkehrt. Also ich glaube, den Anspruch müssen wir tatsächlich haben, als Wissenschaftler durchaus auch immer einen Impact zu haben. Was das jetzt genau ist, ja, das kann zum Beispiel sein, dass man Verfahren entwickelt, wie man Aggressivität von Kindern irgendwie verringern kann. Ja, dass man da ganz konkrete Ratschläge an, keine Ahnung, an Einrichtungen geben kann, die mit schwierigen Jugendlichen hantieren zum Beispiel. Das finde ich absolut wichtig. Ja. Also ansonsten, warum gibt es uns überhaupt, warum finanziert der Staat gerade sowas wie die Soziologie überhaupt, wenn wir auch keinen Einfluss haben? Ja, also finde ich durchaus wichtig. Nächste Frage. The quantitative versus qualitative divide is no longer a relevant or interesting consideration in modern research approaches. Discuss. Also es geht darum, um qualitative versus quantitative Ansätze. Was ist das? Gehen wir nächstes Semester nochmal drauf ein, aber quantitativ sind Daten sammeln, die man mit Statistiken untersucht und qualitative Geschichten sind eher solche Sachen wie Interviews oder Ethnografien und historisch betrachtet gibt es da durchaus große Auseinandersetzungen,
Also gerade irgendwie auch in der deutschen Soziologie ist es durchaus noch ein bisschen zerfasert. Ja, also wenn ihr, das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, aber die Soziologie in Deutschland ist wirklich so ein bisschen aufgesplittet in die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, in die Akademie für Soziologie. Da sind wirklich unterschiedliche Ideen, was denn Soziologie eigentlich ist oder sein sollte und vor allem auch, wie man da rangeht. Und manchmal gehen das eben über diese quantitativen versus qualitativen Forschungsmethoden. Ich kann euch sagen, was ich davon halte. Ich halte davon nämlich gar nichts. Ich halte da wirklich gar nichts davon. Ich bin selber mehr an der quantitativen Ecke, aber das heißt nicht, dass ich sage, qualitative Arbeiten haben keinen Sinn. Im Gegenteil, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was die Forschungsfrage ist, ja, und was euer Problem ist. Und dann wählt ihr die Forschungsmethode, die euch am besten hilft, diese Forschungsfrage zu beantworten. Ja, also ich glaube, da muss man ganz pragmatisch sein oder sollte das auch sein. Da hat meiner Ansicht nach Ideologie nichts dran verloren. Da muss man wirklich gucken, wie kann man denn am besten eine Forschungsfrage beantworten. Next Frage, could you share insights on the ethical considerations that are crucial in the design of sociological research? Okay, da könnte ich eine ganze Menge dazu erzählen. Ich bin ja selber auch gerade in der Ethikkommission hier in der Uni, wo wir so alle möglichen Fälle haben. Aber uns läuft die Zeit davon. Deswegen lasse ich es einfach mal und gehen wir vielleicht im nächsten Semester dann nochmal drauf ein. Ich habe nämlich noch ein paar andere Punkte, die ich mit euch teilen möchte. Was habe ich hier? Und zwar, wenn ihr forscht, traut euch durchaus etwas zu. Ja, habt hohe Ansprüche an eure Forschung und an euch selbst. Es gibt keinen Grund, warum eure Forschung auch keinen Beitrag, wichtigen Beitrag leisten kann. Ja, also manche der besten soziologischen Arbeiten haben Wissenschaftler gemacht in ihrer Ausbildung. Von Mark Ranovetter, Getting a Job, das war seine Doktorarbeit und ist eines der meist zitierten, oder die Arbeit, die daraus entstanden ist, The Strength of Weak Ties, ist eines der meist zitiertesten Forschungsartikeln in der Soziologie. Also durchaus immer nach vorne gehen, manchmal fällt man auch hin, aber wie gesagt, es ist absolut okay, wenn auch mal was nicht funktioniert. Das ist vollkommen normal und so ist es auch. Also in der Regel sieht man immer nur das, wie es irgendwie auch gelaufen ist, aber in der Regel ist da noch viel mehr dahinter. Ja, also ihr seht, wie es nach außen aussieht und wie es tatsächlich ist. Das heißt aber auch, dass man nicht verzagen sollte, wenn mal was nicht klappt. Ja, oder wenn man mal irgendwas nicht verstanden hat oder selbst wenn man mal durch irgendeine Klausur durchfällt. Das hat überhaupt nichts zu heißen. Ja, das hat überhaupt nichts zu heißen. Das ist eigentlich eher ein Ansporn. Es ist die Frage, was macht man denn, wenn man mal hinfällt? Das ist meiner Ansicht nach viel, viel wichtiger, als ist man denn gut oder schlecht to begin with, sondern das Entscheidende langfristig ist wirklich, was macht ihr, wenn mal was nicht funktioniert, wie verhaltet ihr euch dann und wie werdet ihr dann besser, wie geht ihr damit um? Okay, eines meiner Lieblingszitate, Michael Jordan, ich habe früher mal sehr viel Basketball gespielt, von daher, the GOAT, I felt over and over and over again in my life and that is why I succeed. Ja, also manchmal muss man auch scheitern, damit man hinterher erfolgreich ist. Da glaube ich tatsächlich dran, weil man da irgendwie viel mehr rausnimmt. Gibt es tatsächlich viele Studien, die zeigen, dass es eigentlich hilfreicher ist, wenn man mal Zweiter wird, als wenn man Erster wird. Weil dann hat man ganz anderen Ansporn. Ein anderer Punkt, den ich noch wieder teilen möchte, alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, das mal zu hören, weil ich habe ja jetzt auch schon das Privileg gehabt, dass ich an drei der Top 10 gerankten Unis dieser Welt war, in der Soziologie auch und da mit ganz tollen Leuten auch interagieren durfte. Und was ist so das, was ich rausgenommen habe? Ja, die kochen alle nur mit Wasser. Da macht keiner irgendwie was ganz Besonderes. Im Gegenteil, das ist alles auf dem Tisch. Das heißt aber auch, ihr könnt es genauso tun. Also einfach nur einen Schritt vor den anderen setzen, euch mit einer Sache beschäftigen. Da braucht ihr gar nichts Besonderes. Im Gegenteil, ihr habt alle Möglichkeiten auch, um das zu tun, was die Leute an den besten Universitäten der Welt auch machen. Habt Spaß an dem, was ihr denkt, was ihr tut, seid auch mal kreativ und denkt auch mal out of the box. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig, wenn man das so ein bisschen rumdreht. Das hat der Thorsten Vogt auch so ein bisschen irgendwie versucht zu unterstreichen, dass wenn man irgendwie mal was merkt, okay, da ist ja was anderes und dass man mal um die Ecke ein bisschen denkt. Ja, also dass man Dinge auch mal rumdreht und wenn irgendwie etwas aus der Reihe fällt, dass das auch durchaus mal gerade das Interessante sein kann. Also so eine soziologische Sicht auf die Welt ist gerade das, irgendwie sich das zu erkennen oder sich darauf zu fokussieren, wenn mal irgendwas irgendwie überhaupt nicht reinpasst, in was man so beobachtet. Das sind, wie gesagt, solche, das wären dann empirische Puzzles oder auch theoretische Puzzles, haben wir ja auch schon mal angesprochen. Aber das kann ja gerade spannend sein. Systematisch sein und organisiert sein, ja, das hat ja Thomas Krohn auch am Anfang so ein bisschen erzählt, dass man sich irgendwie auch fokussiert bleibt, konzentriert euch lieber auf wenige Dinge und geht dabei in die Tiefe, anstatt irgendwie versuchen zu viel zu machen, weil dann kommt ihr in der Regel nicht an die Forschungsgrenze oder an die Research Frontier dran. Das ist auch immer so ein Ratschlag, wenn Leute zu mir kommen in die Sprechstunde, wenn es um die Bachelorarbeit geht, dann sage ich immer erstmal, fokussiert euch und geht in die Tiefe und versucht nicht zu viel zu machen in der Breite.
Okay, das war's jetzt. Das war jetzt irgendwie über die letzte Linie die Vorlesung. Ja, wir sind tatsächlich am Ende. Tut mir leid, wir haben ein bisschen überzogen, aber nichtsdestotrotz habe ich hier nochmal für euch was zum Abscannen. Ich werde es aber auch nochmal online auf Moodle posten, wo ihr nochmal Feedback geben könnt, darauf bezogen, was wir denn in der letzten Sitzung noch machen sollen. Ja, also wie gesagt, ich bin da relativ offen. Ich kann auf die unterschiedlichsten Dinge eingehen, je nachdem, was ihr glaubt, was für euch hilfreich ist. Ich werde ein bisschen auf die Klausur auch eingehen, wie die so abläuft. Aber wir haben, wie gesagt, noch Zeit, dass man auch auf andere Dinge eingehen kann. Aber das weiß ich ja nur, wenn ihr mir das sagt, was für euch dann auch hilfreich sein könnte. Ja, also das werde ich auf Moodle nochmal posten. Vielleicht schicke ich den Link auch nochmal in der WhatsApp-Gruppe rum. Gucken wir mal. Das ist am 2. Februar. Und wie gesagt, nächste Woche haben wir keine Vorlesung. Guti, dann habt ihr es jetzt geschafft. Dann sind wir jetzt durch. Methodenvorlesung, als nächstes steht jetzt die Klausur an. Ich wünsche euch alles Gute, aber wir werden uns ja nochmal zur Klausurvorbereitung in 2 Wochen sehen und dann verabschieden wir uns richtig. Gut, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.